Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Inmates. So, weiter geht die Suche. Wir müssen irgendwie in den Keller. Wir hatten uns jetzt nochmal die Folge von gestern angeguckt, was die uns da erzählt haben. Da konntest du nicht mehr rein. Das war die Tür mit dem Rätsel. Stimmt. Ist ja schon ein bisschen her. So, dann gucken wir da hinten nochmal die Tür. Du hattest die ja schon mal probiert. Hattest du da schon den Schlüssel von Roy gehabt? Ja, den hatten wir schon die ganze Zeit. Okay. Probier's jetzt einfach nochmal. Ja. Und im Keller ist die... vom Bibliothekar. Da kommen wir nicht rein. Wie kommen wir in den Keller? Ich verstehe das gerade nicht. Kann man ein Inventar irgendwo gucken? Auch nicht, ne? Nee. Weiter beenden. Guck mal, das... das zittert auch immer so wie die Köpfe. Ja. Ich hatte erst am Anfang gedacht, das ist ein Fehler. Ich glaube, das ist beabsichtigt. Aha. Kommen wir denn hier irgendwo hoch? Vielleicht guckst du wirklich nochmal in die Zellen, weil ich habe ja nicht alle gesucht. Aha. Ja, wo ist denn jetzt hier wieder? Da. Jetzt da hinten noch mal gucken. Ach ne, die war auch abgeschlossen, kommst ne? Auch nicht durch. Oder kommen wir durch Roy irgendwie in den Keller? Nee. Ach, die war zu, ne? Ach so, ich wollte gerade sagen, irgendeine war zu. Eine andere Tür war da nicht. Da? Ja. Ich glaube nicht. Doch die. Haben wir die nicht gestern auch versucht? Nee, wir haben bei der anderen. Okay. Einmal rum. Ja, dann haben wir es übersehen. Okay. Oder ich hab's übersehen. Ja, die ist aber auch verdammt schwer zu sehen, die Tür. Ich wusste jetzt ja, dass da eine ist. Aber irgendwie gestern verpeilt. Ist ja passiert. Neben, aber mal merken, neben Roy ist dann gleich der zum Keller. Ja. Falls wir, okay, ich glaube ja nicht, dass da nochmal hin müssen. Bin ich da nicht gestern sogar? Na gut, egal. Ich weiß es nicht mehr. Ja, okay. Aber dann kommen wir doch weiter. Ist doch schon mal gut. Es war gestern auch vielleicht einfach zu spät und zu heiß. Ja, irgendwann. Wir haben ja auch viel aufgenommen. Ja. Und gestern war auch hier das... Irgendwann verlässt einen dann so ein bisschen die Konzentration. Also bei mir ist das irgendwann so. Ja. Ja, es war auch nachts. Irgendwann wird man müde. So, jetzt sind wir wieder hier, ne? Komm. Ja, die können wir aber nicht rein. The door's locked. Aber was hatte er denn noch gesagt? Na, hier muss jetzt irgendwo der Raum von dem Bibliothekar sein. Irgendwo hier muss noch eine Tür sein. Aber da war ja auch das Radio. Kommst du da nicht rein? Ihr versucht doch erstmal die Tür. Von da sind wir damals gekommen. Nee, du hast recht. Entweder hier irgendwie. Das hier, ne? Das ist auch nur eine Täuschung. Okay, da kommen wir aber nicht rein. Dann vermutlich hier runter noch. Nee, von da sind wir ja gekommen, ne? Ja. Das muss irgendwo, sonst probier mal jede einzelne Tür aus. Naja, warum soll der Bibliothek in so einer Zelle sein? Ich weiß es nicht. Doors locked. Warum kommt da jeder Direktor? Naja. Warum ploppt einfach so ein Buch auf? Ja. Ist das eine Treppe, die da hochgeht? Hm, aber da war, glaube ich, Gerümpel, ne? Ja.
Haus oder irgendwas damit. Doors locked. Doors locked. Doors locked. Doors locked. Dann bleibt ja nur noch die hier. Es geht mit dem Schlüssel, er hat nur kein Zeichen gegeben. Okay. Naja. Passiert. Okay, sieht wieder ein Rätsel aus. Damit öffnest du bestimmt die... Die Zellen hier, 1, 2, 3, 4, okay. Naja, wir wissen ja, wir müssen dahin, wo das Radio ist wahrscheinlich, ne? Ja, welches ist das? Stehen da Nummern dran? 6 müsste das sein. Die dritte Zelle. Was passiert denn, wenn wir so einen Zuckelheini loslassen? Ja, ja, das will ich eigentlich versuchen. Och, Mann. Ja, mach schon Radale. Aber welcher? Klingt so, als kommt's. Was ist der? Das klingt weiter weg ab. Ja, wir versuchen einfach mal. Das müsste dann Tür 6 sein, ne? Von wo? Was? Es ist Tür 4 auf. Wollen wir mal gucken gehen? Mal gucken. Doors locked. Welche ist Tür 4? Doors locked. Doors locked. Oder müssen wir einfach nur alle zum Leuchten kriegen? Doors locked. Passiert ja nicht viel. Manche kann ich nicht. Okay. Hat das irgendeinen Sinn? Warum geht die 7? Die 7 geht gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Ich muss sagen. Ich glaube, die, wo hier sowas ist, die gehen gar nicht. Jonathan, no, please, no, please.
Sarah, what the hell? Danke. Okay. Hä? Warum sind die alle offen? Du hast sie aufgemacht. Nee. Also die hinteren hier habe ich noch nicht aufgemacht gehabt. Ja. Sarah hat geholfen. Sarah was? Man nennt sie auch Connor. Nein. Ich wollte helfen, aber ich habe versagt. Es tut mir so leid. Self-Nolis. Das war echt der Raum vom Bibliothekar hier. Okay. Warum auch immer der hier eingekerkert war? Was machst du da beim Radio rein? Nee. Habe ich vermutet, dass wir. Ja, hätte ich auch gedacht. Ja. Vielleicht kommt das noch. Na gut, aber dann kommen wir jetzt in die Bibliothek. Jetzt haben wir den Ersatzschlüssel. Dann müssten wir eigentlich. Ja, die Frage ist jetzt, wie kommen wir zur Bibliothek? Die eine Tür war ja versperrt, oder vielleicht ist die jetzt offen. Bleibt dabei, dass man mehr draus hätte machen können. Von der Atmosphäre her ist es nämlich schon ein ganz gutes Setting. Naja. So, wie jetzt kommt Roy wieder. Aber wie gesagt, es gibt auch Schlechteres. Also ja, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, es hat sich nicht gelohnt. Das ist schon okay. Das ist ja auch ein Indie-Game, ne? Wir haben alle mal klein angefangen. Das zeigt auf jeden Fall, dass wir Potenzial haben. Ja, da warst du schon drin. Ist hier Zuppelhain noch? Ist gar nicht mehr da. Du war das nicht schon weg, bin ich der Meinung. Sein. So weh, die Tür ist jetzt hier nicht auf. Oh, komm mal. Ah. Alter. Dreh dich um. Meinst du, da kommt was? Ja. War das nicht nur eine Tür, die geknarrt? Alter, wenn das eine Tür ist. Hier würde ich aber ganz schnell üben. So. Das war die Krankenstation. Die Bibliothek ist daneben. Hast du dir gemerkt? Alter. Okay, und wir haben ja auch anscheinend irgendwie das Gebäude gebaut, ne? Meinte der Ben. Hier soll jetzt irgendwo ein Geheimgang sein. Hinter irgendeinem Bücherregal. Unsere Eltern sind 1938 gestorben. Stand da nicht auch irgendwas bei, Frage. Was ist jetzt die Antwort? Stand da nicht irgendwas mit 2 Wochen vorher oder sowas? Das war vorher, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, man kann damit Ben quatschen. Answer me! Ben! I'm here, Jonathan. Where's the entrance to the secret passage? Jonathan, there is no point. We're already too late, and I strongly advise you not to enter the director's office. Where's the door, Ben? I'm going to tell you a story. And after, if you still want to know where that door is, I'll guide you there. Many years ago, a 5-year-old boy was in a car accident with his parents. While the parents died,
know what dissociative identity disorder is? No, but these stories can wait until later. In short, the boy dealt with this emotional shock by projecting what happened to him onto someone else. He created a fictional friend whose family had died in a car accident. This is when the dissociative identity disorder, or as it is more commonly known, multiple personality disorder, started to develop. This imaginary friend eventually became an independent personality. As one personality became more dominant, it would take over the boy's body, only to give way to the other. As they grew up, other personalities began to invade their world. With the help of his imaginary friend, the boy created a prison. Where the rest personalities were locked away. The boy and his childhood friend managed the place, keeping the other personalities in check. Eventually, the boy grew up and forgot about the personas locked away in his mind. Alas, his subconscious continued to create and develop new personalities. Years later, the boy fell in love and got married. Over the course of the marriage, family quarrels and problems caused his restrained personalities to slowly bubble up. One of the personalities developed by his subconscious was a female who fell in love with the boy and wanted him to live with her in the imaginary prison. She developed a plan to take control over the boy's body, kill his wife, hand him over to the authorities, and avoid the death penalty by pleading insanity. Finally, she would pick a persona to take over and suffer the realities of an insane asylum. While she happily lived out her remaining years with her beloved one. Do you get the picture now? Ben, what are you getting at? Are you trying to say that I'm that boy? Yes. No, I don't believe that. I won't believe that. The list of prisoners from the guards room. Is it with you? Look at it. Don't you see anything identical? The names of all your personalities are made up from letters in your name. Your name's on this list too. Yes, my friend. I am your first creation, your imaginary playmate. We built this place together. And even though you forgot everything, I never forgot you. Natalie, or Mom as she is called here, is the girl that wants to kill your wife. Ben, I think I'm starting to remember. I need to save Sarah. Where's the door, Ben? Jonathan, I strongly advise you not to go there. You can't save Sarah anymore. Where's the freaking door, Ben? Second floor, right in front of the stairs. There's a bookcase there. You will figure out how to open it when you get there. Ich hab ja gesagt, wir sind der Junge. Also überraschend kam das jetzt für mich nicht. Oder? Also mit den Persönlichkeiten? Okay. Wir haben eine Frau als Persönlichkeit entwickelt, die unsere Frau umbringen will. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen creepy. Okay, da oben. Das müsste das dann sein. Ich würde sagen, da gehst du dann nächste Runde hin, ne? Mhm. Dann gucke ich mich noch mal ganz kurz um. Ob wir hier noch irgendwas Schickes finden. Ja, ich glaube nicht, ne? Nee. Nur die Treppe in den zweiten Stock. Oder ersten Stock eigentlich. Na gut, ihr Lieben, dann danken wir fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder bei Inmates. Ich glaube, es geht nahe Ende. Tschüss.